Recht herzlich willkommen zur 183. Folge von City Skylines. Ja, wie ihr seht, ich habe das Spiel weiterlaufen lassen, habe einfach nur immer die Häuser abgerissen, die da kaputt waren, habe ein bisschen geguckt, dass die Müllabfuhr noch läuft und auch die Friedhöfe, obwohl das Letztere dann jetzt bei diesem Mal jetzt nicht passiert ist. Da ist es jetzt gerade, dass die Einwohnerzahl um ja fast 20.000, 17.000 zurückgegangen ist. Wir haben knapp 30.000 weniger Einnahmen, aber wir sind trotzdem hier um sage und schreibe, ich glaube, 12 Millionen runtergegangen. Das heißt, wir sind auf einem Weg, dass wir gen Null kommen, dass wir demnächst wieder investieren können. Ich habe es dann, wie gesagt, einfach offline laufen lassen, ein bisschen korrigiert und geschaut, dass was läuft. Ne? So, jetzt müssten wir nur gucken. Lass uns gerade mal erstmal die Friedhöfe begutachten, wie weit die sind. Da läuft er, der läuft auch. Da ist alles okay, der wird geräumt. Der ist okay. Da ist rechts noch einer, der, ne, der läuft. Bisschen rauszoomen vielleicht, der ist okay. Der läuft, der muss geräumt werden. Da müssen wir gerade einmal da dran. So. Dann wieder zurück. Anzeige verbessern, dass wir da wieder was sehen können. Da ist noch einer, der jetzt wieder aktiviert werden muss, beziehungsweise der geräumt und der aktiviert. Ja. Der läuft auch. Das ist gut, das ist gut. Da ist ein Krematorium, der läuft. Da muss einer wieder umgestellt werden zur Leerung. Der wird geräumt. Und der auch, okay. Und hier hinten ist noch einer, der läuft. Gut, da haben wir die gemacht. Jetzt gucken wir mal einmal in die Müllabfuhr rein. Wie sieht's denn hier aus? Da kann einer wieder laufen. Eine Deponie. Und die auch. Und da muss eine geräumt werden. Das passt. Die da rechts sind okay, die sind abgeschaltet. Hier ist eine, die kann wieder laufen. Und hier blinken sie alle. Die da hinten läuft. Und hier wollten wir sowieso, wenn alle abschalten, aber die sind jetzt auch... Ne, diese läuft hier. Okay, das werden wir dann demnächst noch machen müssen, dass wir die abschalten. Gibt's auf dem anderen Gebiet noch irgendwo eine Müllabfuhr? Da muss ich erst das wieder anmachen, dann sehe ich das, ne? Ne, die haben wir schon alle umgesetzt dann, ne? Gut, okay. Da müssen wir uns auch überlegen, ob wir nicht von dieser Seite hier irgendwo in diesem Bereich zum Beispiel den Müllabfuhr dann aufbauen. Dass wir das zweigeteilt haben, damit die Entfernung nicht ganz so groß sind, ne? Gut, das war geklärt. Wir haben 13.000, 55,8. Die Zahl sinkt gerade. Bodenrichtwert ist natürlich jetzt nicht so schön, weil ne, da ist es... Überall sind die kaputten Häuser jetzt wieder zwischen. Die müssten wir mal gerade wieder abreißen, um dass es schicker wird. Fangen wir mal hier hinten an. Ja, zwischendurch habe ich dann auch diese Häuser abgerissen und habe 1, 2, 3, 4 Straßen dabei erwischt. Hier müssen wir mit dem Strom aufpassen, dass die Verbindung bestehen bleibt. Das sieht aber gut aus. Da habe ich es nämlich geschafft auch, dass es weg ist. Und da ist jetzt das zweite Mal weg, alles klar. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, das läuft. Das kann weg, das muss stehen bleiben, das kann weg. Dies kann weg, das lassen wir besser stehen. Das kann noch weg. Das kann weg und das kann eigentlich auch weg. Naja. So, dann wird der Bodenrichtwert besser, dann kommen die Leute auch gerne wieder in die Stadt. Da ist noch ein zwischen. Da. Der kann auch weg. Hier ist dann alles gut soweit. Gehen wir weiter nach hier. Weg, weg. Weg.
Weg. Weg. Auch weg. Immer schön ein bisschen aufpassen, dass wir nicht eine Straße erwischen. Das ist alles soweit so gut. Oh, hier sind es ein paar mehr wohl. Das weg. Ja, hier kommt der Smiley jetzt hoch. Überall ist der auch nicht immer, ne? Da ist schon fertig, ne? Ja. Ja, manchmal muss halt auch ein richtiges Haus dran glauben, ne? So. Ja, hier sind jetzt die Arbeiter, die fehlen. Das ist wiederum darum geschuldet, dass so wenig in der Stadt sind an Leuten. Da war wieder ein richtiges Bein, ne? Hört man dann, das klickert dann immer doppelt. War eben auch ein 1-2, aber das war schon vom ersten Klick her falsch abgerissen. Da war gerade wieder 1-2. Ein bisschen Verlust hat man halt immer, ne? So. Das ist erledigt. Da ist nur eins. Hier geht's. Dann gehen wir über die Verbindung hier rüber. Die alle weg. Wie sieht es denn aus? 55,8. Oh, Geld wird richtig rapide minus gerade. Das ist nicht gut. Müssen wir gleich nochmal schauen, woran es liegt. Außer jetzt hier an den schlechten Geschichten mit den Häusern. Wegen den Toten. Hier sind ja überall noch welche, ne? Die immer noch abgeholt werden müssen, ne? Das ist der Hauptgrund wahrscheinlich, wenn wir alle stinkig hier sind und wegziehen. Die Bestattung funktioniert gerade nicht, ne? Aber das ist halt jetzt gerade so. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Schön wäre es, wenn wir jetzt langsam dann noch ins Plus schaffen, um dann auch was zu investieren, ne? Sind noch zu viele am Sterben hier. Und werden nicht abgeholt. Das ist das Problem. Friedhöfe, ne? Lass mal da mal hier reaktivieren. Da ist noch eins. Ich kann die Leute nicht unter der Erde bringen. Die blinken immer noch die Häuser, ne? Bestattungsunternehmen kriegen es nicht hin. Ist aber überall so, ne? Ist nicht nur einzeln, sondern überall sieht man hier, läuft das nicht. So. Hier geht's. Da ist wieder eins. Jetzt hier hinten hin. Das weg. Jetzt sind wir bei 9000, es wird wieder ein klein bisschen mehr. Ich hoffe, das kriegen wir noch im Griff soweit. Das war jetzt zum Glück nur ein Haus. Nicht die Straße daneben. Irgendwann muss das doch auch wieder mit dem Dingens klappen. Da ist auch eins.
hier weiter. Ich musste wieder eins dran glauben. Mehr Hochhäuser. Hier sind nur drei, die nehmen wir auch noch mit. Gehen wir hier rüber. Ja, jetzt wieder ein richtiges erwischt, da auch. Da auch. Ist halt so. Schlimmsten ist es natürlich, wenn ne, eine Straße dabei mit ist. So, da ist noch eins. 55, 2. Wir haben noch weniger, aber es wird's Geld, wird trotzdem mehr gerade. Da geht's nämlich. So. Oh, das war gerade ein Neubau, den ich da abgerissen habe, weil der weiß war. So, jetzt sieht es hier wieder aus. Ja, das ist alles okay hier. Der blinkt noch da, der Friedhof, das geht also noch nicht zu reaktivieren. Ja, irgendwann stehen sie alle leer, oder wie sehe ich das? Also sind nicht, wenn da mal ein Leichenwagen kommt und die dann abtransportiert, ne? Das müsste doch mal wieder machbar sein. Puh, hier hinten ist auch viel los. So, das Viertel ist gleich sauber. Und da ist nichts. Hier ist auch nichts. Dann nehmen wir keinen Strom, weil daneben nichts mehr gebaut ist. Das lasse ich stehen deswegen. Da geht der Strom auch noch da. Das ist alles gut. Läuft hier. So, hier noch zwei. Da ist noch einer. 55 bleibt jetzt gerade stehen. Geld wird aber mehr mit 16. Hier, okay, das liegt daran, dass wir wahrscheinlich mittlerweile immer weniger Zinsen bezahlen müssen auch. Das war ja auch ein Riesenbatzen mit den Zinsen wahrscheinlich. Der ist dann jetzt kleiner geworden.
Okay. Da ist noch ein Häuschen, dann wäre ich rauf. Gibt es auch leider welche. Da ist noch eins und dann ist es schon weniger. Okay. Jetzt hier lang. Da rechts ist eins. Das passt. Hier geht's dann lang. Jetzt wieder ein richtiges erwischt. Da oben ist noch einer am Blinken. Da rechts ist auch einer am Blinken. Der da. Haus hier, dort. Hier gibt es noch ein paar. Die Friedhöfe laufen. Die weg. Da noch ein paar. Und sonst geht's jetzt langsam hier auch. Da ist noch eins. So, hier am Ende jetzt noch. Und dann sind wir schon wieder einmal durch, ne? So, da ist noch eins. Ja, da werden noch immer wieder welche kommen, weil es gibt noch ein paar Verstorbene, die noch nicht abgeholt worden sind. Hier weiß ich nicht, ob ich hier schon war, aber hier sind noch ein paar mehr Stellen jetzt. Nein. Das Haus daneben war's. Ah, wir sind unter 55.000 jetzt gerade gewandert. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Flächen sind ja genug da. So, da oben sind auch schon wieder Häuser. Also, wenn ich hinten aufgehört habe, kann ich vorne wieder anfangen, ne? Unsere Friedhöfe sind das Problem, definitiv gerade. Die Räumung muss halt stattfinden. Aber irgendwann geht das auch wieder, ne? Boah, hier sitzt aber gerade ganz viel, ne? Da ist auch schon wieder alles voll. Hier auch. Ich glaube, wir müssen da was machen. Da kommen wir nicht weiter, ne? Da kommen wir nicht weiter. Den können wir erstmal hier nochmal anpacken, dass der wieder läuft, beziehungsweise geleert wird. Hier. Kann genutzt werden, da kann genutzt werden, da kann genutzt werden. Der muss leer. Der kann genutzt werden. Und der auch. Ich mach mal das mit der Mülltonne an hier. Dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser, oder? Auch nicht wirklich, ne? Die blinken alle schön. Was haben wir? Jetzt Gesundheitswesen, Friedhöfe. Gucken wir zu. Also dieser läuft. Warum nicht abgeholt wird? Keine Ahnung. Der wird geräumt. Der auch, der auch. Okay, da findet viel Räumung statt gerade. Das bedeutet, wir werden diesen mal einmal aktivieren. Damit wir da ein paar kriegen. Ist halt so, dass wir ein paar mehr brauchen wohl. Hier, ja, sind viele. Dann machen wir hier noch einen von an. Dass das wieder klappt. Hier wird geräumt. Da ist ein Krematorium. Da läuft der Friedhof. Den nehmen wir auch noch dazu wieder.
Der läuft dann. Den nehmen wir nicht dazu. Hier ist Krematorium aus. Okay, da sollten wir vielleicht mal ganz schnell was tun. Das schmeißen wir ganz schnell wieder an. Das ist dennoch das Wichtigste, ne? So, den machen wir nicht. Obwohl, vielleicht machen wir den hier doch noch an. Gut, der läuft. Und schaut's hier aus. Da oben ist alles okay. Die werden aber gerade alle geleert. Daneben ist noch einer. Dann machen wir den auch mal gerade wieder an. Und hier wird geleert. Wird geleert. Läuft. Aus. Ja, ich mach den da unten noch an. Damit wir wieder mehr haben. Nützt ja nichts. Dann müssen wir das noch machen. So, das läuft auch wieder. Krematorium sind natürlich hier am Limit jetzt bald wieder. Gesundheit läuft eigentlich. Wie sieht's aus? 8000. 54,8. Wir sind bei 2 Millionen. Ja, wir werden jetzt irgendwie nochmal runtergedrückt werden, ne? Das ist, weil überall noch Leute beerdigt werden müssen. Der läuft. Machen wir hier nochmal eine Aufräumaktion gerade. Und es sterben immer noch welche und werden nicht abgeholt, ne? Wie man sieht. Sind noch reichlich da. Ne, das lassen wir mal besser an. Das müssen wir anlassen wollen. Daneben wollte ich den haben. Also hier sterben noch ganz viele noch. Dann werden die Häuser wieder noch definitiv da sein. Hier gibt es auch noch welche. Den darf ich nicht wegnehmen. Den kann ich wegnehmen. Das geht. Der blinkt. Na, ich glaube, das ist alles gut da. Die Häuser können noch gereinigt werden. Hier können wir ein bisschen was zwischendurch vielleicht wegnehmen. Die müssen, glaube ich, bleiben. Und da geht es nicht rüber. Das kann weg. Das auch. Ja, okay, aber ich denke mal, wir sind hier wieder so weit, dass wir hier eine Pause machen werden. Aufräumaktion ist zu Gange. Die Beerdigungen sind das Problem. Da müssen wir noch dran arbeiten. Hier hat es eine Straße, glaube ich, auch erwischt. Ja, und da müssen wir gucken, dass das dann klappt, ne? Und wir sind aber nicht mehr ganz weit weg hier. Oh, jetzt sind es nur noch 2000. Jetzt müssen ans Geld kommen jetzt wieder. Das ist zu wenig, was wir da gerade einnehmen. Hätten wir natürlich wieder ein paar Beerdigungsstationen gemacht, ist klar. Nein, nicht die Bäume wegmachen, sondern bitte die kaputten Häuser. Ja, 3,7, ne? Ist nicht viel grad. 54,7 sind die Bewohner. Ja, nichtsdestotrotz machen wir erst hier eine Pause.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.